Für mich ist der Neuanfang im Ruftiernale etwas ganz fabelhaft in meinem Leben, weil es ist auch, es fühlt nach etwas Neues, aber es ist auch ein bisschen zurückgehen, wo, so wie ich angefangen habe, weil ich habe angefangen als 20-jähriger Regisseur, nicht, wir wollten nicht in Theater spielen, das wollten wir nicht, wir wollten nur, wir spielten in Hafen in Antwerpen, wir spielten in die verlassene Wascherei und bei den Leuten zu Hause. So, es war schon ein bisschen site-specific, das war nicht in Halle natürlich. Und danach habe ich viel im Theater gemacht natürlich. Aber es fühlt ein bisschen zurückgehen nach meinen Wurzeln. Ich habe schon ein Festival gemacht, 1998 bis 2004, das Holland Festival. Das war auch ein spartenübergreifendes Festival, aber nicht natürlich so wie in die Hallen. So, das ist natürlich etwas artistisch total neu. Man muss sich dazu verhalten, die Künstler müssen sich dazu verhalten und ich habe das immer geliebt. Ich bin natürlich sehr bekannt mit die Ruchtiernale von Anfang an. Wenn es angefangen hat, war ich da. Nicht als Regisseur, aber als Besucher. Ich habe den Gérard Mortier, der das alles sich eingedacht hat und der erste Intendant auch war für 3 Jahre, habe ich sehr gut gekannt. So, ich bin sehr viel hier gewesen, um das mich anzusehen. Und danach hätte ich die Chance, um, ich glaube, schon 5 Inszenierungen zu machen. Und so, ich habe in verschiedenen Spielstätten gespielt und ich habe gesehen, dass es unglaublich schön ist. Es ist unglaublich schön, so in Gladbeck zum Beispiel, da gibt es dieses ganze große Fenster in dieser Halle und das habe ich immer offen gelassen. Ich habe gesagt, nicht zumachen und dann sieht man so, dass es Abend wird. Das ist eigentlich, man braucht fast keine Beleuchtung mehr, um dann in diese Städte zu spielen. So, ich weiß, dass diese Hallen eine ganz große Kraft haben und dass man diese Kraft gebrauchen muss. Ist natürlich ein ganz interessantes Gebiet, finde ich, weil es sehr viele Leute hier wohnen. Ich glaube, es ist die größte Region in Deutschland und eine Mischung aus Kulturen gibt im Ruhrgebiet. Und das finde ich auch als Künstler ist immer ein Vorteil, nicht ein Nachteil, weil eigentlich ist Kunst auch immer die Übung in Empathie für wer du selber nicht bist. Für mich in jedem Fall. Und ich glaube auch, was ich liebe, ist, dass die Leute hier auch eine ganze offene Haltung haben, dass sie sagen, was sie denken. Das Motto des Festivals ist Longing for Tomorrow. Ist natürlich eine kontradiktorisch, weil Sehnsucht geht immer nach die Vergangenheit eigentlich. Aber ich glaube, man kann auch eine Sehnsucht haben, dass die Paradiese, die man verloren ist, dass man die neu erfinden kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich möchte, dass das Festival sich beschäftigt und dass die Künstler sich beschäftigen mit Themen, die heute wichtig sind, die heute eine Notwendigkeit haben. Und das ist für mich immer, das gelingt nicht immer natürlich, aber für mich ist das immer meine Herausforderung, auch als Regisseur. Ich möchte nicht nur das neue Stück, das neueste Stück machen oder so. Ich möchte etwas, das bedeutungsvoll ist. Und da gibt es sehr viele Themen, die heute sehr wichtig sind, glaube ich. Zum Beispiel haben wir Rechte als Bürger von einer Stadt, einem Land, einem Kontinent, von der Welt. Und natürlich gibt es das, aber es gibt natürlich auch immer die Frage, wie machen wir eine Gesellschaft, wenn wir nur an uns selber denken und nur sagen, ich möchte sein, wer ich bin und du bist ein anderer? Das, glaube ich, wird nicht die Lösung sein für die Zukunft. So, es gibt diese Spannung, das Spannungsfeld zwischen das total sich selber realisieren, aber auch Teil sein von einer Wir Zusammengeschichte, das glaube ich, ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunft, also auch für die Künstler in unseres Festivals. Ich eröffne das Festival mit Musiktheater, aber Musiktheater nicht im klassischen Sinn. Es wird etwas sein aus der Pop- und Rockmusik. Und mehr sage ich noch nicht.